Moin moin und herzlich willkommen! Dies ist wieder ein neues Video zur Canon Legwear Mini und diesmal werden wir uns halt die Kamera einmal angucken und vor allem das Menü. Ich habe jetzt den Akku einmal geladen, das ist er, und den werde ich jetzt hier natürlich einmal reinstecken, damit wir Saft in diesem Gerät haben, beziehungsweise Strom. So kommt er rein. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Mini SD-Karte, aber auch sowas habe ich ja. SD-Karten sind ja bei den ganzen Camcordern immer nicht bei und deswegen ist es gar nicht so schlecht, sowas zu haben. Das ist jetzt der erste Camcorder außer der HD Hero, wo ich jetzt eine Mini-SD-Karte brauche. So, die ist auch drin und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich schalte hier auf On. Typisches Canon-Geräusch. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Aha, wir müssen das Ganze einmal drehen. So, jetzt müssen wir unsere Sprache auswählen. Das Ganze können wir schön per Touchscreen machen. So, der Touchscreen funktioniert schon mal wunderbar. Genau, 1. Januar 2013, das Datumsformat. So, jetzt können wir das Datum hier einstellen. Wir haben heute den 10.12.2013. Uhrzeit ist mir jetzt mal egal. Zeitzone Paris, sagt er jetzt. Oh, hier haben wir auch gleich schon ein Bild. So, wir können ja den Monitor aufstellen und so sieht das Bild schon mal aus. Das haben wir schon mal, das sieht schon mal richtig gut aus. So, und wie kommen wir jetzt ins Menü? Mal gucken, ob es hier, hier gibt es eine Taste. Ach so. Damit geht es nicht. Haben wir noch mehr Tasten? Hier eine Play-Taste. Speicherkarte wird gelesen. Sind keine 10 vorhanden, ist ja klar. So, und wie kommen wir jetzt ins normale Menü? Das ist ja das, was ich jetzt versuchen möchte rauszufinden. Aha. Also hier unten links auf das Häuschen kommt man auch mal in das Menü Aufnahmemodus. Selbstauslöser. Fernbedienung. Zum Streaming. Mit Smartphone als Fernbedienung auf dem Camcorder? Aha. Das Smartphone kann also als Fernbedienung fungieren. Selbstauslöser ist möglich. Bild spiegeln drehen. Achso, das ist, wenn man sich jetzt wahrscheinlich selbst aufnehmen will. Automodus. Special Aufnahmemodus. Machen Sie besondere Aufnahmen mit Intervallaufnahmen, Zeitlupe, Zeitraffer oder Videoschnappschüssen. Ist auch eine ganz nette Idee. Audioszene automatisch, Audioeinstellung des integrierten Mikrofons für die verschiedenen Szenen optimieren und andere Einstellungen. Ah, das sieht schon mal aus wie das altbekannte Canon Legrea Menü, wie das zum Beispiel auch bei der Canon Legrea HFR 306 ist, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Filmqualität können wir hier einstellen. Standard Full HD, dann haben wir auch noch mit 24 Mbps hohe Qualität. Wir können auf Longplay-Modus stellen, also alles ist möglich. Auch hier wieder drei verschiedene Aufnahmemoden, Modi. So, alles per Touchscreen einstellbar. So, dann haben wir hier Gesichtserkennung und Verfolgung, Gegenlichtkorrektur, Flackerreduzierung, Fotogröße. Im nächsten Menü Bildschirmmarkierung, LED-Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung. Und dann natürlich noch Sprache, Zeitzone, datumfreier Speicherplatz, Signal, Ton, Dateinummerierung, Abschaltautomatik, SPV1-Modus, Initialisieren, SD-Karte und alles zurücksetzen. So, das ist hier das Hauptmenü quasi und dann haben wir hier noch, aha, okay, dann können wir zoomen, ist ja auch eine ganz nette Funktion hier. So, und natürlich aufnehmen können wir. Das tun wir jetzt in dem Moment hier. Nehme ich einfach mal auf. So, das Bild. So, dann werde ich jetzt mal stoppen. Und abspielen, dazu können wir genau diesen Abspielknopf hier drücken an der Seite. Dann kommen wir in das Abspielmenü. Speicherkarte wird gelesen. Auch hier wieder alles typisch kennen. So,
So, das war's auch schon. Viel mehr hatte ich ja gar nicht aufgenommen und das funktioniert auch schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir hier zurück. Aber wieder den Knopf drücken, dann sind wir wieder im normalen Menü. So. Und ich würde gerne noch mal gucken, wo ich hier Weißabgleich zum Beispiel einstellen kann. Aha. Für Lebensmittel- und Modeaufnahmen. Sport für schnelle Motive, Nachtaufnahme für die Schönheit der Nacht, Schnee, Makro, Programm automatisch, Lebensmittel, Modi, Auto. Irgendwo muss man doch auch einen gleichen Weißabgleich machen können. P, Programm automatisch. Der Camcorder steuert Belichtung und Blende automatisch. Ändern Sie Helligkeit, Weißabgleich und andere Einstellungen. Aha, also auf P können wir das machen. Achso, wir gehen wieder auf P und dann haben wir hier oben Weißabgleich. Aha, automatisch, Tageslicht, Kunstlicht. Und selbst einen Weißabgleich machen. Also automatischer Weißabgleich, manueller Weißabgleich ist möglich. Sowas finde ich immer sehr, sehr wichtig. So, ja, man sieht auch gleich, wie sich das Bild verändert hat. Also, gut, das ist das Menü, das ist alles, was wir hier machen können. Und ja, typisch Canon-Menü eben. So, ach, da bin ich, hallo, das ist die Canon Leica HFR 306. Die, oh, so. So wird hier gefilmt, oben links die Softbox ist ja auch mal eine ganz nette. Und ja, hier bin ich. Ich gucke hier auf meinem Bildschirm der Canon Leica HFR 306. Da bin ich, hallo. Ja, so sieht's aus hier an meinem kleinen Drehset mit meinem Mini-Stativ und meiner Canon-Kamera. Ja, und also der Bildschirm wechselt automatisch. Ist eine ganz nette Sache. Gut, das soll es auch schon zum Video mit der Kamera gewesen sein. Und als nächstes folgen echte Testvideos. Ich bin ja schon ganz gespannt, wie diese Kamera abschneiden wird. Und natürlich wird es auch Outdoor-Aufnahmen geben und wir werden sehen, wie gut diese Kamera dann am Ende funktioniert. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen, war es das von mir. Ausschalten tut man sie einfach hier mit off. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Testvideo. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.